Thor bei Utgard-Loki. Ich hatte euch ja schon von Thor erzählt. Thor, der den Hammer Mjölnir hat, den man werfen kann und der immer wieder in die Hände zurückkehrt, aber nur, wenn man Krafthandschuhe hat. Und die hatte Thor ja. Thor war unterwegs mit Thjalfi und Röskva. Thjalfi, das war ein kleiner Junge, und Röskva, das war seine Schwester. Und wie die zu Thor kommen, das ist eine andere Geschichte. Thor war unterwegs und da gesellte sich ein Riese zu ihnen. Er sagte, wir haben den gleichen Weg, wir können gemeinsam gehen. Und als sie nachts schliefen und Thor etwas zu essen haben wollte, da merkte er, dass der Riese ihren Proviantbeutel so verknotet hatte, dass man ihn nicht mehr aufmachen konnte. Und der Riese lag unter einem Baum und schlief und Thor nahm seinen Hammer. Und er wurde böse, er wurde zornig und wütend und schlug den Hammer mit voller Kraft dem Riesen auf den Kopf. Aber der Riese, der merkte gar nichts. Da schnallte sich Thor seinen Kraftgürtel um und dieser Kraftgürtel, der verschaffte ihm doppelte Götterkräfte und er schlug zu, so feste wie er konnte. Da wachte der Riese auf, kratzte sich am Kopf und sagte, »War da ein Blatt auf meinen Kopf gefallen?« Und dann war der Riese plötzlich verschwunden. Am nächsten Morgen erwachte Thor auf und ging mit Thjalfi und Röskva und sie kamen an eine Burg, die war so groß, dass man den Himmel kaum sehen konnte. Und Thor war schon sehr, sehr groß und sie versuchten, durch das Burgtor zu kommen, aber das ging nicht, es war verschlossen. Aber die Stäbe von dem Burgtor, die waren so weit auseinander, dass der große, mächtige Thor
und erst recht schon die beiden Kinder hindurchkriechen konnten, und sie kamen in die große Halle. Und wer saß da? Ihr ahnt es schon, der Riese. Der den Tor mit dem Hammer geschlagen hatte und der plötzlich verschwunden war. Und er sagte, willkommen in der Halle von Utgard-Loki. Ich bin Utgard-Loki und du bist Thor, das sehe ich schon. Aber ich habe gedacht, du wärst viel größer. Man sagt doch so viel Mächtiges von dir und wenn ich dich so sehe, dann finde ich nicht, dass du besonders groß bist. Thor wurmte es, was Utgard-Loki sagte, und Utgard-Loki hörte auch nicht auf, ihn zu verspotten und sagte, nein, so groß kannst du doch gar nicht sein und ich sehe schon, dass mit dir so viel gar nicht her ist. Da sagte Thor, ich bin der Gott Thor und wir werden ja sehen, was ist. Gut, sagte Utgard-Loki, wir machen einen Wettkampf. Drei Aufgaben, Thor, drei Aufgaben nur, die möchte ich mit dir machen. Gut, sagte Thor, das können wir machen. Womit willst du anfangen? Sagte Utgard-Loki. Thor überlegte hin und her und dachte, was mache ich? Trinken? Trinken, das kann ich eigentlich ganz gut. Gut, sagte Utgard-Loki, wir fangen mit dem Trinken an. Ja, sagte Utgard-Loki, das ist eine ganz leichte Aufgabe. Hier ist mein Trinkhorn und ich zeige dir dieses Trinkhorn und du nimmst einen Schluck daraus. Und es dürfte ja für dich, den großen Gott Thor, gar nicht schwer sein, dieses Horn auszutrinken. Und da reichte ihm der Riese sein Trinkhorn. Es war gewiss etwas groß, weil es eben ein Trinkhorn von einem Riesen war. Aber Thor dachte, das schaffe ich schon und er setzte es an und trank. Und als er hineinblickte, da war nichts, aber auch gar nichts von dem Wasser weg, das drin war. Er setzte es noch einmal an und trank. Und wieder war nichts weg und da dachte er, das kann doch gar nicht sein. Und dann trank er und zog und trank und zog. Und als er dann hineinblickte, da war das Horn zur Hälfte leer. Utgard-Loki blickte auch in das Horn hinein und sagte, Thor, das war ja nicht sehr viel, was du aus meinem Horn getrunken hast. Ich denke, du kannst so viel trinken. Thor wurde böse und ihn wurmte es und er sagte, die zweite Aufgabe, Utgard-Loki. Was war die zweite Aufgabe? Ach, die ist ganz einfach, sagte Utgard-Loki. Siehst du dort unsere Katze? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es war eine große Halle und die Balken gingen oben durchs Gebälk und obendrauf saß eine Katze. Die Katze kam herunter und legte sich auf den Boden. Es war eine etwas große Katze, das musste Thor zugeben, aber es war immerhin noch eine Katze. Und er dachte, ja, bei den Riesen, da gibt es eben große Katzen. Utgard-Loki sagte, Thor, es ist ganz einfach, nimm bitte diese Katze hoch und dann sehen wir, dass du sie auf den Arm nimmst. Mehr brauchst du gar nicht zu tun. Thor dachte, das wird ein leichtes sein, eine Katze auf den Arm zu nehmen. Und er streichelte sie, wie man Katzen so streichelt. Und dann wisst ihr ja, wie man Katzen hochhebt. Man fasst sie unter den Bauch und nimmt sie auf den Arm. Und Thor fasste die Katze unter den Bauch und nahm sie hoch. Aber die Katze machte einen Puckel. Der Puckel wurde größer und größer. Und Thor hob die Hand bis zu seiner Brust und der Puckel wurde größer und größer. Aber er bekam die Katze vom Boden nicht hoch. Und dann stemmte er die Katze nach oben, weiter nach oben und weiter und er reckte sich und wurde größer und größer und reckte sich bis unter das Dach der Halle und die Katze wurde immer größer und größer und er konnte sie einfach nicht auf den Arm nehmen. Dann setzte er sie wieder auf den Boden und die Katze, die schnurrte in sich zusammen und schnurrte fröhlich vor sich hin. Utgard-Loki guckte Thor an und sagte, Thor, konntest du unsere Katze nicht heben? Ich denke, du bist so ein starker Gott. Thor wurde immer zorniger und er sagte, und die dritte Aufgabe, Utgard-Loki? Die dritte Aufgabe, die ist ganz einfach. Wir machen einen Wettlauf. Nein, nein, sagte Thor, das mache ich nicht. Also einen Wettlauf, den mache ich nicht, das kann ich nicht mehr. Ich lasse Thjalfi laufen. Thjalfi! Der Junge, den ich bei mir habe, das ist der schnellste Läufer der Welt. Er ist so flink auf den Beinen, dass du es gar nicht glaubst. Gut, sagte Utgard-Loki, lass Thjalfi an deiner Stadt laufen. Wer läuft denn gegen ihn? Sagte Thor.
Ach, das ist meine alte Amme. Die läuft gegen ihn. Glaubst nicht, dass diese Amme gegen den Schalfi gewinnen wird. Bestimmt nicht. Elli heißt sie. Und in dem Augenblick kam eine uralte Frau aus der Tür. Sie hatte einen Stock und sie war gebückt. Und Schalfi stellte sich auf und die alte Frau stellte sich auf. Und Utgard Loki gab das Zeichen zum Loslaufen und Schalfi rannte los. Und er war auch vorne. Die alte Frau hinter ihm her. Und kurz vor dem Ziel, ihr glaubt es nicht, da kam die alte Frau immer näher und näher und näher und Schalfi rannte so schnell er konnte und dann überholte ihn die alte Frau und sie kam als erste ins Ziel. Thor wunderte sich und sagte, das kann doch gar nicht sein, Utgard Loki. Morgen früh, sagte Utgard Loki, morgen früh sprechen wir uns wieder. Hier ist Speis und Trank, lasst es euch gut gehen. Und sie aßen und tranken. Und am nächsten Morgen, da wachte Thor auf, nahm Thjalfi und Röskva und sagte Utgard Loki, hab Dank für Speis und Trank. Und Utgard Loki sagte, ich begleite euch nach draußen, kommt mir nie wieder in den Sinn. Und Utgard Loki sagte, ich will dir sagen, was war? Und Thor sagte, das möchte ich auch wissen. Der Riese draußen, bei deinem Proviantsack, das war ich. Und als du zugeschlagen hast mit deinem Hammer, da hättest du mich bald getroffen. Und bald wäre ich daran gestorben, an diesem fürchterlichen Schlag. Aber siehst du dort den Hügel? Ja, sagte Thor. Und siehst du auch, dass dieser Hügel zwei Spitzen hat und in der Mitte ist ein riesiges Tal? Ja, sagte Thor. Das ist die Stelle, die du mit deinem Hammer statt meines Kopfes getroffen hast. Und das Horn, sagte Thor. Du hast nicht gesehen, sagte Utgard Loki, dass das Horn mit der Spitze ins Meer reichte. Und als du beim dritten Mal getrunken hast, da war Ebbe. Das war schon nicht schlecht, Thor. Und die Katze? Wer war die Katze? Die Katze war die Midgard-Schlange. Und du hast sie hochgehoben und sie ringt sich um die ganze Erde. Und ihr Maul beißt in den Schwanz. Und als du sie ganz oben unter der Halle hattest, da gab's ein großes Erdbeben. Und die alte Frau, die gegen den flinken Thjalfi gelaufen ist, deine Amme Elli, wer ist das? Meine Amme, sie ist die Zeit, und das Alter bezwingt jede Jugend.